2,5 Minuten sind gespielt. Von links nach rechts spielen. Aber die Jugoslawen halten das Spiel bis jetzt offen. Und obwohl sie in 4-3-3 Formation begonnen haben, greifen sie sehr beherzt drüben auf der linken Seite, insbesondere mit ihrem Kapitän Jajic an. Die erste gefährliche Situation, selbstverständlich immer noch 0-0. Freistoß für Jugoslawien. Ich sagte schon einmal, knapp 180.000 Zuschauer hier. Die natürlich alle besonders gespannt sind auf dieses Abschiedsspiel von Pelé. Und Gerson, Jugoslawien im Kurzpass mit Jajic. Der Link. Jajic. Jajic. Brauchen und die sich nicht gern in irgendein taktisches Konzept hineinpassen lassen. Das ist Jajic. Hat das Spiel zum ersten Mal unterbrochen, bittet die Fotografen und erfordert Hacimovic und Jajic gegen Semaria. Jajic. Bemerkbar, von dem man auch sagt, er sei einer der möglichen Nachfolger Pelés, aber ohne Pelé sei er eben auch nur Tostan. Aber dann einander gerissen. Guten Außenstürmer verfügen. Aber Rivellino auf der linken Flanke drängt auch ein bisschen und versuchen bisher mit Erfolg, die Brasilianer aus die Pässe genauso lättig aus dem Fuß zu schlagen, wie das die Brasilianer tun. Hacimovic, ein langer Kerl von 1,85 Meter, der sie oft mit einschaltet, und Jajic. Jajic. Und Tor. 1-0 für Jugoslawien. Durch Jajic. Sehr starker Beifall des objektiven brasilianischen Publikums. Nur zu verständlich, vielleicht verspricht man sich davon eine besondere Anzahl. Wie gesagt, heute sein 50. Länderspiel für die Jugoslawen bestreitet und der hier kein Unbekannter ist, den Ball ins Netz gesetzt, wie Sie gesehen haben. Jajic. Wieder Jajic.
der Galaabend für Sie, meine Damen und Herren zu Hause, bis jetzt aus. Wer ehrlich, wenn ich alles zusammenfasse, war es erst die zweite Möglichkeit für Brasilien, hier zum Ausgleich zu kommen gegen Jugoslawien, das seit der 33. Minute durch Djajic jetzt am Ball mit 1:0 führt. Noch knapp 3 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Djajic, auf den das Spiel der Jugoslawen zugeschnitten ist. Sehr schön gemacht. Ausgewechselt, und zwar für Petkovic, den Rechtsaußen mit der Nummer 7, spielt Pljetkovic mit der Nummer 15 und der rechte Verteidiger Djajic Brito. Oh, Jatza Stepanovic. Djajic. Stepanović, Acimović im Mittelfeld und Djajic gehören für mich zu den auch hier erwartet, denn zu Gast ist in dieser Woche hier Europas alte Fußballwelt, dort wo der Fußball im Europacup einmal zu Hause war, in der Tschechoslowakei, in Österreich und auch eingerechnet Jugoslawien. Jawohl, in direkter Freistoß für Jugoslawien. Iorico hat den Linksaußen der Jugoslawen Djajic mit beiden Ellenbogen auflaufen lassen. Stepanović, Djajic. Drei bis vier Meter vor seiner Linie. Wenn Djajic jetzt Kraft hätte, müsste er vorbeigehen. Aber er liebt halt auch das Dribbling. Vorbei. Zündende Funke auch im Spiel nicht ausbleiben. Ah, Handspiel von Djajic. Anders aus. Gerson war der Torschütze. Djajic. Jerković. Gute Vorlage für Djajic. Temperamentvoll in 15 Minuten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht zufrieden. Geil. Müsste sich ein bisschen eher vom Ball trennen, dann wäre er natürlich. Wie die eingeblendeten Befragungen der Spieler und Offiziellen. Djajic
Ja, es war ein gefährliches Spiel eines Brasilianers, aber der Jugoslaw ist in Ballbesitz geblieben und es hätte ruhig weitergehen können. Geht wieder über 20 Minuten so gut wie nicht zusammen. Schade. Zwei Stationen sind die Jugoslawen am Mittelfeld und nun muss Djajic etwas riskieren auf eigene Faust. Oder wartet er wieder, bis die Mitspieler kommen?